Also wenn der ChatGPT da so einen guten Job macht, kann man schon manche Personal Training Fassungen sparen. Sieht vielversprechend aus. Erstens aufwärmen. Sehr gut. Kreuzbeinerhöhung. Kannst du das mal vormachen, Kai? Warte mal. Nein. Auch sehr veraltet. Herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Teil 3 des ChatGPT-Videos. Wir werden heute mal ChatGPT fragen, wie man bestimmte Übungen ausführt. Die Idee kam tatsächlich von einem guten Kamil hier und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Also wenn der ChatGPT da so einen guten Job macht, kann man schon manche Personal Training Fassungen sparen. Würde ich trotzdem nicht irgendwie mitgehen, aber definitiv ist er ein sehr, sehr gutes, hilfreiches Tool für manche Anfänger auf jeden Fall. Bin mal sehr gespannt. Meine Erwartungen sind so lala, aber gucken wir mal, was da rauskommt. An dieser Stelle kurz Hinweis, wir haben aktuell immer noch die 12-Wochen-Challenge am Laufen. Wir sind immer noch sehr, sehr gut dabei. Ich hoffe, ihr macht das wirklich alle gerne mit und schreibt es mal gerne in den Kommentaren, wie es bisher abgelaufen ist mit den Challenges. Wir freuen uns sehr drauf. Okay, ich beginne mir jetzt einfach, wie führe ich Bankdrücken aus? Okay, das Bankdrücken ist eine großartige Übung, um den Brustmuskel zu stärken und zu formen. Hier sind die Schritte, um sie auszuführen. Legen Sie sich auf eine Bank, wo Ihr Kopf, Schulter und Gesäß auf der Bank ruhen. Ja, ein bisschen komische Beschreibung. Okay, greifen Sie eine Hantel oder eine Langhantel und halten Sie sie über Ihre Brust mit den Handflächen nach vorne gerichtet. Dritter Punkt, senken Sie die Hantel langsam auf Ihre Brust, indem Sie die Ellbogen leicht beugen. Drücken Sie die Hantel wieder nach oben, indem Sie Ihre Brustmuskel anspannen. Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschte Anzahl von Wiederholungen. Ich weiß nicht, ob das eine Beschreibung der Übungsausführung ist oder das ist eher wirklich so nur eine Beobachtung von einer Maschine, wie ein Mensch eigentlich eine Bankdrücken macht. So klar quasi. Kannst du das ein bisschen ausführlicher? Okay, hier ist eine ausführlichere Anleitung zum Bankdrücken. Sieht vielversprechend aus. Erstens aufwärmen. Sehr gut. Bevor Sie mit dem Bankdrücken beginnen, ist es wichtig, auch aufzuwärmen. Machen Sie sich ein paar Minuten Cardio, um Ihren Kreislauf in Schwung zu bringen und dehnen Sie Ihre Brust- und Trizepsmuskeln. Zweitens, Bankposition. Legen Sie sich auf eine flache Bank, die ausreichend stabil und breit genug ist, um Ihren Körper zu unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopf, Schulter und Gesäß auf der Bank ruhen. Ihre Füße sollen Sie auf dem Boden stehen, um Ihren Körper zu stabilisieren. Genau, die Energie aus dem Boden. Drittens, Griff. Wählen Sie eine Hantel oder Langhantel, die das richtige Gewicht für Sie hat. Greifen Sie die Hantel mit einem schulterbreiten Griff, wo Ihre Handflächen nach vorne gerichtet sind. Also eigentlich ziemlich die gleiche Wiederholung von der Beschreibung her. Viertens, Bewegung. Senken Sie die Hantel langsam auf Ihre Brust, indem Sie Ihre Ellenbogen leicht beugen. Vermeiden Sie es, den Ellenbogen zu weit nach außen zu bewegen, um Verletzungen zu vermeiden. Bravo. Die Hantel sollte direkt über Ihre Brust ruhen. Brust ruhen, also... Aber sagt man sowas eigentlich, Carmen? Berühren vielleicht, oder? Fünftens, drücken Sie die Hantel wieder nach oben, indem Sie Ihre Brustmuskel anspannen. Mind Muscle Connection. Vermeiden Sie es, den Kopf oder den Rücken zu heben, um das Gewicht zu heben. Kann man den Rücken heben eigentlich, um das Gewicht zu heben auf der Bank drücken? Halten Sie die Hantel für eine kurze Pause oben und senken Sie sie dann wieder langsam ab. Dann kommen Wiederholungen, 3-4 Sätze, 8-12 Wiederholungen. Abschluss nach dem Bankdrücken ist es wichtig, sich auszudehnen, um Verletzungen zu vermeiden, um Muskel zu entspannen. Nein, würde ich da nicht jetzt mitgehen unbedingt. Ich glaube, das ist eher eine Beschreibung für jemanden, der wirklich 0,0 Ahnung hat, was überhaupt Bankdrücken bedeutet. Der gar nicht weiß, was Bankdrücken bedeutet, das vom Begriff her. Hier wird ja gesprochen, dass man eine Bank sich suchen soll, wo man stabil und breit genug ist, um den Körper hinzulegen. Also so würde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt in einem Personal Training erklären. Wenn man vollgültige Blutanfänger, die noch nie in einem Fitnessstudio war und noch nie was gehört hat, gesehen hat, was Bankdrücken ist, vielleicht wird das da so ein bisschen hilfreich sein. Wie führe ich Kniebeugen richtig durch? Vielleicht muss ich das Wort richtig irgendwie
Ja, korrekt. Kniebeugen sind eine großartige Übung, um die Muskeln in Ihren Beinen und Gesäß zu stärken und zu formen. Hier sind die Schritte, um sie richtig durchzuführen. Erstens stellen Sie sich mit den Füßen hüftbreit auseinander hin und halten Sie Ihre Hände an den Seiten oder vor der Brust. Mit Körpergewicht, okay. Beginnen Sie, indem Sie Ihr Gewicht auf die Fersen verlagern und Ihre Knie beugen, bis Ihr Oberschenkel parallel zum Boden sind. Wenn Oberschenkel parallel zum Boden ist, ist es ja 90 Grad gemeint, oder? Es ist nicht schlimm, dass man bis zu 90 Grad Kniebeugen macht, weil das ist wirklich sehr individuell. Manche können einfach gar nicht wirklich komplett runtergehen. Viele sagen, man muss unbedingt komplett runtergehen, bis man gar nicht kann. Klar, von dem Bewegungsumfang her macht das auch definitiv Sinn, aber das muss man sehr individuell betrachten. Und es ist auch nicht unbedingt knieentlastender oder belastender. Das muss man wirklich sehr individuell betrachten. Drittens, drücken Sie sich dann durch die Ferse zurück in die Ausgangsposition. Also was ich gut finde, ist, dass er die ganze Zeit hier auf die Ferse eingeht, weil wenn man auf die Ferse verlagert, das Gewicht, dann bleibt man eigentlich immer gerade. Also weder noch nach innen oder nach außen gekippt oder nach vorne. Das finde ich ganz gut. Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschte Anzahl von Wiederholungen. Ich habe auch zu allgemein gefragt, klar, wie führe ich einen Kniebeuge richtig durch? Aber man kann auch nicht allgemein einfach sagen, du sollst einfach hüftbreit auseinander hinstellen. Auch das ist eine individuelle Geschichte, wie breit man eigentlich stehen sollte. Also für manche ist es hüftbreit zu stehen und Knie zu beugen für einen Anfänger, ist das unglaublich schwer, weil da sehr viel auch Mobility einfach in Anspruch genommen wird. Das heißt, manche stehen eigentlich eher schulterbreit. Wichtig, vermeiden Sie es, die Knie über die Zehenspitzen hinaus zu beugen, um Verletzungen zu vermeiden. Auch sehr veraltet. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gleichmäßige Bewegung ausführen und Ihr Rücken gerade bleibt. Wenn Sie Gewichte verwenden möchten, können Sie eine Langhantel auf der Schulter tragen oder Kettlebells oder Hanteln in den Händen halten. Was haltet ihr davon? Also schreibt es mir wirklich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Wir werden das mal wirklich mal eure Meinung interessieren und auch mal das wirklich durchlesen, was ihr von dieser Beschreibung dann haltet. Schulnote, wir haben das die ganze Zeit mit Schulnote gemacht, deswegen würde ich so 3 bis 4 geben. Das ist ein bisschen zu wenig. Dann lassen wir das sein mit der Ausführung. Vielleicht kann ich noch viel spezifischere fragen. Wie kann ich den langen Kopf... mit 2 N natürlich. Wie kann ich den langen Kopf des Bizeps trainieren? Mein Satz ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, ChatGPT versteht das schon. Der lange Kopf des Bizeps kann durch eine Vielzahl von Übungen trainiert werden. Hier sind einige der effektivsten. Da bin ich sehr gespannt. Hammer Curls. Hammer Curls, okay. Konzentrationscurls. Scott Curls. Das ist komplett das Gegenteil eigentlich. Also Konzentrationscurls, wenn man zum Beispiel an der Bank das ausführt, oder Scott Curls, ist eher der kurze Kopf, weil der lange Kopf natürlich auch aktiv insuffizient ist. Das heißt, der lange Kopf arbeitet jetzt nicht so viel, sondern der kurze Kopf ist eigentlich gezwungen zu arbeiten. Schulnote 6. Man muss grundsätzlich sagen, bei jeder Beugung arbeiten schon alle Köpfe natürlich irgendwo so ein bisschen mit. Wir können niemals bestimmte Muskelköpfe komplett isoliert trainieren. Das ist einfach anatomisch gar nicht möglich. Nur wir können etwas mehr Fokus setzen. Und genau darauf geht ja auch ChatGPT ein. Hier wird ja gesagt, hier sind die eine der effektivsten. Und da gehe ich auf jeden Fall nicht mit. Welche Übung kann ich den kurzen Kopf mehr in Fokus setzen? Der kurze Kopf des Bizeps kann durch eine Vielzahl von Übungen trainiert werden. Hier sind einige der effektivsten. Erstens, Kurzhantel Scott Curls. Weißt du, ich frage für den langen Hantel Curls, dann kommt der Scott Curls raus. Für den kurzen Kopf kommt auch Scott Curls raus. Preacher Curls, also Preacher Curls sind ja eigentlich Scott Curls, die sind 2 Synonyme, also kommt wieder Scott Curls raus. Close Grip Bench Press. Legen Sie sich auf eine Wange und halten Sie eine Langhantel mit einem engen Griff. Senken Sie die Hantel zur Brust und drücken Sie sie wieder nach oben, indem Sie Ihre Arme beugen. Incline Dumbbell Hammer Curls. Was haben die eigentlich die ganze Zeit mit Hammer Curls? Naja, also ich glaube so spezifisch. Frag mal, wie man den Brachialis trifft. Mal gucken, ob da Hammer Curls drauf ist. Hammer Curls. Okay. Reverse Curls, sehr gut. Dumbbell Drag Curls. Zotman Curls. Oh, das ist eine sehr exotische Übung. Dass ChatGPT solche Übungen überhaupt kennt, das wundert mich gerade. Halten Sie eine Kurzhantel in jeder Hand und beugen Sie Ihre Arme oder also, beziehungsweise ist es exotische Übung nicht, aber sehr exotische Bezeichnung, was kein Mensch eigentlich benutzt dafür. Also was ich hier sagen muss, ist Hammer Curls und Reverse Curls, die waren als erstes. Und die würde ich auch eigentlich grundsätzlich mitgehen. Aber Hammer Curls ist irgendwie immer dabei. Ich kann auch ein bisschen verstehen. Wahrscheinlich nimmt der ChatGPT auch die Daten aus der großen Datenbank, wo die ganzen Funktionen wahrscheinlich von Bizeps, ne, aufgelistet sind. Und klar, hatte lange
langer Kopf oder kurzer Kopf immer die Beute, eine Flexion im Ellenbogengelenk. Und dazu muss der einfach Übungen raussuchen. Deswegen kann ich das aus IT-Sicht vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum solche Antworten rauskommen. Welche Übungen? Die seitliche Schulter. Man muss auch hier wiederum sagen, man kann auch hier natürlich nicht komplett isoliert trainieren. Also ein bisschen vordere Schulter ist auch in den meisten Fällen mit dabei, gerade wenn man Seitheben durchführt. Aber hier kommen so Sachen raus. Seitliche Erhöhung. Was ist denn seitliche Erhöhung? Achso, Seitheben ist das gemeint. Halten Sie eine Hantel in jeder Hand und heben Sie zur Seite, bis die Hantel in die Schulterhöhe sind. Also quasi so. Ja, das kann man machen. Ein bisschen an in Beutelstellung, damit die Gelenke so ein bisschen geschützt sind vielleicht. Ist aber bei leichten Gewicht kein Problem. Arnold pressen. Nicht Arnold pressen, sondern Arnold pressen. Setzen Sie sich auf eine Bank und halten Sie eine Hantel in jeder Hand. Beugen Sie Ihre Arme und drehen Sie Ihre Handfläche nach außen, während Sie, ach so, ja, genau, Arnold curse, also beziehungsweise Arnold press. Kann man machen. Das kommt ja immer darauf an, natürlich, wie ich meine Schulter positioniere quasi. Also wenn ich jetzt so Arnold curse durchführe, ist das eine ganz andere Arnold curse als so. Also das macht wirklich sehr großen Unterschied. Und hier geht es wirklich tatsächlich auch ein bisschen mehr in die seitlichen Reihen. Und je mehr ich natürlich Arm nach vorne bringe, kann ich auch ein bisschen mehr natürlich die vordere Schulter fokussieren. Dritte Übung, Frontal Raises. Halten Sie eine Hantel in jeder Hand und heben Sie sie nach vorne, bis die Hantel in die Schulterhöhe ist. Also Frontheben. Aber warum soll Frontheben jetzt ganz speziell für die seitliche Schultermuskeln besser sein? Lateral Raise auf einer Schrägbank. Legen Sie sich auf eine Schrägbank und halten Sie eine Hantel in jeder Hand. Heben Sie die Hantel zur Seite, bis die Hantel in die Schulterhöhe sind. Ich kenne Seitheben, also laterale Seitheben auf der Schrägbank, dass man einseitig durchführt. Hier wird aber gesagt, dass ich auf der Schrägbank so liegen soll und so machen soll. Vielleicht verstehe ich das falsch. Vielleicht bleibe ich mich gerade vom Verständnis her. Was ich aber sehr gut von ChatGPT finde, ist, dass er nicht immer sofort Übungen raushaut, sondern immer sehr bedacht ist und sehr vorsichtig ist. Was meine ich damit? Zum Beispiel hier ein kleiner Satz, wichtig. Verwenden Sie ein angemessenes Gewicht und achten Sie darauf, dass Sie eine gleichmäßige Bewegung ausführen, um Verletzungen zu vermeiden. Führen Sie 3 bis 4 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen pro Übung aus, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Er geht so ein bisschen on top ein paar Informationen. Und das finde ich ganz gut, solange natürlich die Informationen stimmen sollten dann. Okay, aber ich muss sagen, ChatGPT, diesmal sogar schlechter als eine 3. So, weil da waren ja wirklich, wirklich falsche Informationen dabei gewesen, oder? Was denkst du, Kamil? Ich gehe da voll mit. Ja. Eher sogar eine 4 bis 5. Ja. 4 bis 5 und manchmal sogar 6, weil da waren ja komplett falsche Informationen einfach. Ich frage mal wirklich eine ganz normale Frage zur Anatomie. Hat der Bizeps? Ich habe jetzt wirklich nur Bizeps gefragt und nicht Bizeps brachii, weil Bizeps können ja auch eine andere Muskel sein. Bizeps, auch bekannt als Bizeps brachii, ist eine zweiköpfige Muskulatur, der sich an der Vorderseite des Oberarms befindet. Der Bizeps hat folgende Funktion. Wenn da natürlich so ein bisschen falsche Informationen da sind, dann muss die Datenbank auf jeden Fall auch aktualisiert werden. Das ist jetzt nicht nur Fitness-like, sondern auch, könnte auch medizinischen Hintergrund haben. Erstens Armbeugung. Flexion im Ellenbogengelenk, absolut richtig. Der Bizeps ist der Primärmuskel für die Beugung des Arms am Ellenbogen. Diese Bewegung findet statt, wenn Sie beispielsweise eine Tür, linke oder eine Hantel heben. Schulterstabilisierung, Rumpfstabilisierung. Okay, dann lassen wir das sein. Mein Resümee dazu, es ist okay, aber man kann jetzt nicht wirklich so sehr gute Tipps von ChatGPT bekommen, wenn man wirklich sehr spezifisch im Bodybuilding-Bubble sich bewegen möchte und da jetzt wirklich spezifische Informationen rausholen möchte. Ich glaube, das ist aktuell zumindest nicht möglich. Vielleicht in den nächsten Jahren, aber es gibt schon einige falsche Informationen und zu allgemein gesagt. Man kann auch nicht den ChatGPT halt sehr übel nehmen, wenn man weiß, wie er eigentlich so ungefähr arbeitet. Also er zieht ja wirklich nur aus der Datenbank die Daten raus. Simon und ich, wir hatten ja schon mal auf YouTube Videos gedreht, welche Übungen sind eigentlich die besten Übungen für den Po? Und das würde ich einfach mal ChatGPT auch fragen und gucken, ob der die gleiche Übung rausspuckt. Welche Übungen sind die besten? Ich frage sehr umgangssprachlich einfach. Ja, einfach, welche Übungen sind die besten Übungen für den Po, habe ich gefragt. Der Po, auch bekannt als Gesäßmuskel, kann durch eine Vielzahl von Übungen gestärkt und geformt werden. Hier sind einige der effektivsten. Also bevor der komplett jetzt fertig schreibt, auf jeden Fall Kniebeuge, Hip Thrust, 100%ig. Und natürlich rumänisches Kreuzheben, sehr gute Übung. Alles, was mit Druckübung zu tun hat, ist natürlich auch irgendwo der Gluteus mit dabei. Für den Gluteus Maximus könnte zum Beispiel auch duale Beinpresse, je nach welchem Winkel wir natürlich einstellen, auch sehr gute Alternative sein. Genauso Gluteus für Gluteus Medius könnte man natürlich den Abduktion-Variation nehmen. Und ChatGPT sagt Kniebeuge, also genau die gleiche Beschreibung wie vorhin. Ausfallschritte,
Klar, wieso nicht? Natürlich geht das auf den Gluteus. Glute Bridge, also Hip Thrust, tatsächlich hat er das auch sehr, sehr gut. Kreuzbeinerhöhung. Was ist eine Kreuzbeinerhöhung? Kreuzbeinerhöhung. Legen Sie sich auf den Bauch und heben Sie Ihre Beine und Hüfte an, während Sie auf Ihren Ellenbogen und Zehenspitzen abstützen. Kannst du das mal vormachen, Kai? Warte mal, ich muss auf den Bauch legen. Heben Sie Ihre Beine und einfach Kickbacks. Vielleicht könnt ihr das besser verstehen als ich, aber ich denke, das ist einfach nur normale Kickbacks gemeint. Aber warum Kreuzbeinhöhung? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gehört. Also ich muss sagen, Trainingsplan war ganz okay, 2-3. Ernährungsplan war auch so ganz solide, aber immer noch gab es Schwachpunkte quasi. Aber das mit der Ausführung und so weiter, da muss man ja wirklich schon sehr vorsichtig sein, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch auf jeden Fall auch unterhalten habt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei mir bei Instagram und bei BodyIP-Kanal vorbei. Dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren, was wir noch vielleicht mit den ChatGPT einstellen können. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und vielen Dank.